Für mich waren das insbesondere die Begegnungen mit Menschen ganz unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichem sozialem Hintergrund. Hier musste ich meine eigenen Vorstellungen über die Mediennutzung und Medienkompetenz verschiedener Personen deutlich revidieren. Es war hochinteressant zu sehen, wie ein über 80-jähriger Mann seine über die gesamte Lebenszeit angesammelten Bilder digitalisiert und auf seinem Notebook verwaltet. Oder wie eine ältere Dame äußerst skeptisch gegenüber den Tipps ihrer Tochter zur Computernutzung war, obwohl diese eine einschlägige technische Ausbildung hatte. Schließlich waren wir auch überrascht über die Rückmeldungen, die wir zu unseren Interviews von den Befragten erhielten.